Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir warten nur noch darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Und jetzt das Spiel. Tschechien gegen Kroatien. Ich bin Marco Hagemann. Lassen Sie uns zusammen mit Hansi Küpper, der für die Analysen bereitsteht, das heutige Spiel einleiten. Ich danke dir und ich kann dir versprechen, bei mir steigt die Vorfreude auf diese Partie von Sekunde zu Sekunde. Jetzt werden die Nationalhymnen gespielt. Jetzt folgt die Nationalhymne des Kontrahenten. Mit der Formation werden sie ins Spiel gehen. Begonnen. Deine subjektive Einschätzung, Hansi. Welcher Spieler, denkst du, wird den Unterschied machen? Wenn es darum geht, eine Partie mit kleinen, feinen, eleganten Aktionen zu beeinflussen, dann glaube ich, dass Luka Modric genau dieser Spielertyp ist, der das leisten kann. Ja, wenn er in Topform ist, sind sie schon auf dem besten Weg zum Sieg. La Fata, das schafft er auf eigene Faust. Modric. Ab in die Spitze. Es hätte sicherlich bessere Wege gegeben, das Spiel aufzubauen. Nachher ist man aber natürlich immer schlauer, vor allem mit der guten Übersicht von hier oben. Perisic. 15 Minuten sind gespielt. Heiliger Himmel, das habe ich selten erlebt. Es steht immer noch 0:0, aber was viel schlimmer ist, man hat den Eindruck, beide Mannschaften haben eine regelrechte Torschussallergie. Er versucht, das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Und direkt in die Sturmspitze. Sırna. Gianluca. Sırna. Rakitic. Er versucht, den Ball in die Gasse zu spielen. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Er schlägt ihn nach vorne. La Fata. Es sieht gut aus. Schöne, entschlossene Offensivaktion. Aber die Verteidigung hat gut aufgepasst. Da war er ganz auf sich allein gestellt gegen eine gegnerische Übermacht. Vielleicht war in dieser Situation wirklich nicht mehr drin. Der Ball kommt durch. Bockstarke Aktion. Draußen.
Da sucht er seine Vordermänner. La Fata. Der kommt direkt vors Tor. Der Halbzeitpfiff des Schiris bedeutet das Ende der ersten Hälfte. Sie spielen im Augenblick noch zu defensiv. Es ist ihnen nicht gelungen, Torchancen herauszuarbeiten. Und sie werden sich in der zweiten Hälfte deutlich steigern müssen. 0:0. Bis jetzt keine Tore. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Tschechien hat eine Menge Glück gehabt im ersten Durchgang. Und man hat es gesehen am Spielfeldrand. Der Trainer ist richtig sauer. Der muss sich was einfallen lassen. Denn nochmal 45 Minuten geht das nicht gut. Weit nach vorn gespielt. La Fata versucht es auf eigene Faust. Da hat nicht viel gefehlt. Für alle, die gerade erst frisch dazukommen, sie haben noch rein gar nichts verpasst. Es steht immer noch 0:0. Perisic. Rakitic. Reci spielt den Ball in den Gefahrenbereich hinein. Gianluca. Fairerweise muss man sagen, dass beide Defensivreihen in dieser Begegnung bis jetzt voll auf der Höhe waren. Sowas freut die Trainer, aber nicht alle Zuschauer. Oh Mann, immer noch 0:0 und ich sag's mal, wie es ist. Das ist genau das Ergebnis, das diese Partie verdient hat. Rakitic spielt das Ding lang. Reci, sie schlagen ihn nach vorn. Da treibt er den Ball weit vor. La Fata! Da hätte er sein Solo veredeln können. Er ist ein intelligenter Spieler. Er erkennt die Situation, stößt im richtigen Moment nach vorne. Er arbeitet sich die Chance, nutzt sie aber nicht. Wieder. Tschechien greift immer noch nicht auf die Bank zurück. Ob den jemand bekommt? Er treibt das Spiel voran. Wenn dabei aber was rausspringen soll, muss es schon etwas mehr Eigensinn sein. Fast der Treffer. Sie versuchen es in dieser Szene, man kann fast sagen, mit Gewalt. Aber sie finden nicht den Weg ins Tor. Da hätte er wirklich noch was für sein Torekonto tun können. Er ist ein Spieler, das wissen wir nicht erst seit heute, den du nicht aus den Augen lassen darfst. Gianluca. Bade. Zum Torhüter. Oha, er hält drauf. Traurige Torlosigkeit bis zu diesem Moment und die große Frage, erleben wir noch das eine Tor, auf das wir alle warten? Reci. Im Mittelfeld entscheidet sich das Spiel jetzt nicht mehr. Sirna. Bade. Seitenwechsel. Kovacic. Das ist La Fata. Da kann er sich lösen. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. La Fata. Er sitzt.
Der Bann scheint endlich gebrochen. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein. Und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Ist es das jetzt schon gewesen? Tschechien steht Zentimeter vor der Riesensensation. Sehr gut verteidigt, der war wichtig. Mandzukic, abgeblockt. Gut, dass er da noch dazwischen gegangen ist. Und das war's, der Referee pfeift die Partie ab. Das Abwehrbollwerk hat dieses Spiel gewonnen. Für den Gegner gab es einfach kein Durchkommen. Auf solch einer Defensive kannst du aufbauen. Sie haben wieder mal kein Gegentor zugelassen und sie haben völlig verdient gewonnen.